Wolltest du zu mir? Wann? Doch. Irgendwie. Aber... Ich fürchte, ohne unsere Hauptdarstellerin bringt das Ganze reichlich wenig. Vielleicht ist Marlene inzwischen aus dem Stau raus. Ich versuch's nochmal. Also, das, was du vorhin über Olli und... Verdammt, aber ich stotter nie. Was soll das denn? Kaffee, Kekse, Karotten und... Ach, guck mal hier, was haben wir denn da? Rotwein. Wie wär's? Ja, sehr gern. Das ist die Mobilbox von Marlene von Lahnstein. Leider bin ich zurzeit nicht zu ab. Tee und Kekse. Jetzt fühle ich mich endgültig wie in einer Selbsthilfegruppe. Wenn du zum Reden Rotwein brauchst, kein Problem. Nein, vielen Dank. Ich bleib beim Tee. Olli war schuld. Das habe ich damals so gedacht. Er war schuld daran, dass ich total verwirrt war. Er war schuld daran, dass ich mich nicht mehr wie ein Mann gefühlt habe. Ja. Ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass ich mich einfach in einen Menschen verliebt habe. Egal, ob Frau oder Mann. Einfach ein Mensch. Ja. Vielleicht. Vielleicht ist es wirklich die richtige Einstellung. Wenn ich an Rebecca denke. Störe ich euch etwa? Ja. So wird das übrigens nichts, Leute. Ich beende mal eben gerade euren kleinen Teekranz. Dann gleich geht's kernig weiter mit Bier und Bruce Willis. Früher warst du da, fand ich Flaschen drin echt witzig. Du tust Dinge, die du sonst nie tun würdest. Das meiste davon findest du schrecklich. Aber du bist so betrunken, dass du es schon wieder lustig findest. Aber dieser Kuss... war weder schrecklich noch lustig. Das hat mich einfach umgehauen. So was habe ich noch nie erlebt. Seither. Ich träume von ihr. Ziemlich eindeutige Sachen, was du verstehst, was ich meine. Was Rebecca da heute gesagt hat, ich glaube, es stimmt. Obwohl ich nie in eine Frau verliebt war. Noch nie mal als Teenager habe ich was mit einer Frau angefangen. Nicht mal aus Spaß. Nie. Verliebt? Verliebt. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich bin nicht in Rebecca verliebt. Ich kann nur verdammt noch mal nicht aufhören, an sie zu denken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass sie umsonst hierher gekommen sind. Aber den Verkehr hat man leider nicht unter Kontrolle. Auf Wiedersehen. Wir holen den Termin auf jeden Fall nach. Tristan tut alles für mich. Wir sind glücklich, endlich. Warum kann ich nicht aufhören, an Rebecca zu denken? Komm her. Yeah.